Ja, also ich war eigentlich mit unserer Spielweise sehr zufrieden, haben eigentlich gut mitgehalten. Hat natürlich Phasen, wo wir auch hinten reingedrängt wurden, aber insgesamt trotzdem würde ich sagen, dass wir wenig zugelassen haben. Und ja, trotz der Niederlage, denke ich, kann man darauf gut aufbauen. Ja, ich stand genau daneben, also ich habe es ziemlich klar gesehen. Meiner Meinung nach hat er den Ball nur auf die Brust bekommen, deswegen würde ich sagen, das war eine Fehlentscheidung und eine Minute vor Schluss ist natürlich ganz bitter. Ja, ich denke, wir sollten versuchen, auf der Leistung aufzubauen. Das Positive mitnehmen, nämlich, dass wir wenig Chancen eigentlich zugelassen haben gegen die beste Mannschaft in der Liga bisher. Und ja, offensiv vielleicht dann noch ein bisschen mehr, aber im Endeffekt können wir schon zufrieden sein mit der Leistung. Es ist schade, dass wir dafür nicht belohnt wurden. 3 Punkte sind das, was zählt. Die haben wir mitgenommen. War ein sehr schweres Spiel. Dachau hat sehr gut gemacht. Wir haben die auch in dem System erwartet. War aber trotzdem schwer, dagegen anzuspielen. Dann kommt der Platz dazu. War natürlich nicht so einfach, das dann runterzuspielen. Gut, wir gehen in der ersten Halbzeit in Führung. Nehmen das mit in die Halbzeit, kommen dann raus. Kassieren dann das 1-1 durch einen Fehler von uns. Und ja, aber das zeichnet uns, glaube ich, aus, dass wir dann bis zum Schluss daran glauben, dass wir das Spiel noch drehen. Und das haben wir dann am Ende auch gemacht. Und ich denke, das geht auch in Ordnung. Ich muss sagen, beim Aufwärmen hatten wir schon nicht so eine Spannung drin, die wir sonst drin haben. Dann, wie gesagt, beim Aufwärmen haben wir auch schon gemerkt, wie der Platz ist. Und da hatten wir schon ein bisschen, dachten wir uns, das wird schon schwer. Und dann haben die uns auch gut gepresst, muss man den lassen. Die haben uns vorne, also die sind vorne gut angelaufen, haben es uns nicht einfach gemacht. Aber wie gesagt, das ist dann auch unsere Qualität, denke ich, wenn wir die Chancen, die wir haben, auch nutzen. Wir wissen, dass wir auch ein 1-0 oder ein 2-0 drehen können. Und ja, wir glauben dran. Wir sind ein geiles Team. Wir sind gut zusammengewachsen. Und ja, jetzt schauen wir, dass wir bis zur Winterpause noch die Punkte mitnehmen, die wir mitnehmen können, um dann möglichst viele Punkte in der Winterpause dann zu haben. Und in der Rückrunde wollen wir da weitermachen. Ich denke, es wird ein ziemlich schweres Spiel. Das Hinspiel war schon ein knappes 1-0 für uns. In der ersten Halbzeit haben wir die dominiert. In der zweiten Halbzeit sind die dann besser ins Spiel gekommen und waren ganz nah am Anschlusstreffer, denke ich. Ja, es wird ein sehr schweres Spiel, technisch sehr starke Mannschaft. Da wird sich zeigen, wer der Bessere ist und der Bessere wird dann auch gewinnen, denke ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.